Jetzt kommen wir zu was, was wir hatten die beiden jetzt noch nie bei Nightwish. Die sind großartig. Ich freue mich sehr, sehr, dass sie hier sind. Sie sind was ganz, ganz Besonderes. Sie kommen den ganzen Weg aus Berlin. Riesenapplaus für Hotkind! Ja, schönen guten Abend, Köln. Ja, wir sind Hotkind aus Berlin. Mein Name ist Steffen, das ist Nils. Hallo, geht's euch gut? Ja. Ja. Kann man nicht meckern, ja? Ja, unsere erste Frage lautet ja immer, wer von euch war denn schon ein Hotkind? Ne? Früher so? Keiner. Alle wohlbehütet aufgewachsen, ja? Keiner abgegeben worden von Mami und Papi, ja? Okay, Gegenfrage, wer war ein Schlüsselkind? Oh, immerhin ein paar. Immerhin ja. Zwei, drei. Naja, ja, nur mal so Interesse halber. Bei uns hat das. schön. Bei uns hat das mit dem Namen sowieso eine ganz andere Bedeutung. Bei uns ist Hortkind ja eine Abkürzung. Ja, ja, wir wollten einfach einen Namen haben, der wirklich alles über uns aussagt. Jude ist jetzt ein bisschen lang geworden. Genau, im Ganzen heißen wir nämlich höchst originelle, richtig tolle, körperlich intellektuelle neue Darstellung. Kurz Hortkind. Nee? Wisst ihr Bescheid erstmal, ja? Ja. Vielen Dank. Na gut. Na ja, okay. Die Stimmung ist ja schon mal super. Ja, da geht noch ein bisschen was. Wir haben da für euch was, ja, so eine kleine Hilfestellung, damit ihr wisst, wann ihr klatschen müsst, haben wir für euch die Showpose. Hey Leute, da geht schon noch ein bisschen mehr jetzt hier, ne? Ja. Wir sind doch in Köln, oder? Ja, ja, ist ja nicht schlimm, ist nicht schlimm. Also ich erkläre es nochmal, wir gehen in die Showpose, ihr rastet aus, ja? Ja, und wenn es euch ja nicht halten könnt hier, ne? Also Mädels, ihr könnt auch gerne eure Unterwäsche hier auf die Bühne schmeißen. Pass auf, gleich regnet Schlüpper. Sehr schön, Nils, wunderbar. Okay, ihr seid bereit, ja, auf drei. Eins, zwei, drei. Geht doch. Yeah. Wunderbar. Woo. Sehr schön. Ja. Prima. Was? Ja, was war doch geil jetzt? High Five, Alter. High Five? High Five. High Five? Ja. Bin ich ein Chorweiler? Hey, mach dir doch mal locker. Schlag ein und dann ist gut. High Five, das ist wie die Zigarette danach, nur davor. Verstehst, wie ich mein? Jetzt, wenn ich mich schon auf dein Niveau begeben soll, ja, dann möchte ich das auch fundiert mit dir durcharbeiten hier, ja? Dann haben hier die Gäste wenigstens auch was davon. Na dann los! Der High Five. Ursprünglich beheimatet in den amerikanischen Ghettos Mitte der 50er Jahre, fand er schnell seinen Weg in den internationalen Mainstream. Anfänglich Digga, schlag ein! Okay. Ja, der High Five. Ja, natürlich gibt es auch den Low Five. Achtung! Ja, ja. Die kann man aber auch gut miteinander verbinden. Richtig, das ist dann die Top Gun-Variante. Ja, ja. Okay, ja, wenn man die. Vielen Dank. Richtig. Wenn man die Grundzüge beherrscht, kann man sich dann an die coolen High Fives machen. Ja, zum Beispiel den Kitchen Door. Den Uptown Saturday Night. Und den Too Cool to High Five. Ja, und dann gibt's natürlich noch die ganz speziellen High-Fives. Hier, den Biker-High-Five. Hing, 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 hing. Ja, klar, es gibt verschiedene High-Fives für die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. Zum Beispiel den Heavy-Metal-High-Five. Sehr beliebt hier in Köln, der Tunten-Five. Waldorfschüler begrüßen sich so. Ja. Dankeschön. So. Der Blindenpfeif. Und dann habe ich noch einen für die Single-Männer. ja, natürlich gibt es auch verschiedene High-Fives für die unterschiedlichen Berufe, zum Beispiel Fensterputzer. Hey! Icken, Icken, Icken! Sanitäter. Hey! Biologen. Hey! Raupe, Raupe. Schmetterling. Kindergärtner. Hey!
Geheimagenten? Fischer! Hey! Ja, und dann gibt's natürlich noch den ultimativen High Five, den Ghetto High Five. Da brauchen wir ein bisschen Atmo. Genau. Alright. Hey, Digga. Hey. Setz mich in den Zug, fahr nach München und auf einmal spürst du eine Hand in meinen Haaren. Es war nicht meine. Und ich drehe mich um, da steht irgendwie eine 138-jährige Frau hinter mir, grinst mich an ohne Zähne und meint: Mei, wie ein Schaf, gell?